Tutorials und spannende Experimente kurzbündig und ohne viel Gelaber erklärt für Anfänger und Interessierte von Ricavidu. Heutiges Thema: Codevorstellung, Bottle Fill Status for Normal and Smart Bottles up to 4 Storages. Fangen wir auch gleich an. Wie ihr hier gut erkennen könnt, kann man mit diesem Code bis zu 4 Flaschen gleichzeitig den Füllstatus auslesen. Die Flaschen befüllt man am besten mit einer Volumepumpe. Die Volumepumpe einschalten, bei den normalen Flaschen auf etwa 9000 gehen und dann entsprechend ausschalten. Da verschiedene Spieler auch mit verschiedenen Druck arbeiten, ist dieser Code selbstverständlich manuell einstellbar. Ich zum Beispiel benutze für die Flaschen standardmäßig immer 9000, obwohl die Flaschen 10.000 abkönnen. Die intelligenten Flaschen, also die Smart Bottles, die können 20.000 ab, da stelle ich meistens dann aber 18.500 ein. Es gibt aber auch Spieler, die stellen auf Vulkan zum Beispiel für die normalen Flaschen gerade mal 4.000, also nicht mal die Hälfte ein. So könnt ihr den Code für euch nach eure Bedürfnisse einstellen. Wir haben Flasche 4 jetzt aufgefüllt und zwar bis zu 100%. Wie ihr sehen könnt, wird das auch entsprechend angezeigt. Wie wir jedoch jetzt erkennen können, sind Lager 1 und 2 zu voll. Das kommt daher, dass wir dort intelligente Flaschen drin haben, die mehr abkönnen, als der Code im Moment hergibt. Also stellen wir Platz 1 und Platz 2 so ein, dass intelligente Flaschen angezeigt werden. Und Port 4 wollen wir jetzt mal nicht benutzen, also machen wir dort eine 2 hin. Wir haben jetzt nur noch 3 Ports. 1 und 2 sind intelligente und bei der 3 ist eine normale Flasche drin und 4 ist nicht belegt. Exportieren nicht vergessen und schon wird es auch korrekt angezeigt. Jetzt habe ich noch eine ganz, ganz super wichtige Mitteilung. Important. Attention. Ändert den Druck, wie ihr wollt. Aber ändert bitte die Zahlen. Nur die Zahlen. Ganz wichtig. Lasst die blauen R's in Ruhe. Nur diese Zahlen hier ändern. Ich kann das immer wieder nur wiederholen, weil wenn ihr diese Zahlen hier ändert, wenn ihr die ändert, dann zerstört ihr den Code. Dann funktioniert dieser nicht mehr. Also bitte, bitte, bitte nur diese Zahlen ändern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr abonniert meinen Code.